So Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold. Nein, Grün. Mann, ich habe es tatsächlich geschafft, die Edition falsch zu nennen. Ey, Mann. Naja, weiter geht's mit diesem wunderschönen Spiel. Warum geht er eigentlich nicht drauf? Warum ist jetzt mein Maus von da unten auf da oben? Da. So. Na, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet schon genauso viel Bock auf dieses wunderschöne Spiel. Und gehe ich von aus, ja. Also ich habe ja auf jeden Fall extrem Bock. Das reicht ja im Grunde schon. Oh. Muss ich mir merken, Tentacha ist nicht gut. Na, Mist. Bin ich rausgegangen, obwohl ich es nicht wollte. Ich glaube, irgendwas mit 30 lernen wir erst Rasierblatt. Das ist natürlich blöd. Aber bleibt leider nichts anderes übrig. Ach Mist. Das blöde Tentakul. Oh toll, ernsthaft. Guten Schlag. Okay, Mega Hieb. Wie, du kannst das nicht lernen. Sauerei. Donnerwelle. Das ist ja blöd. Weil Mega wäre jetzt eigentlich ganz cool gewesen, finde ich. Da kommt mal unser. Ich hab den Namen von ihm vergessen, ey. Ibitak. Alter, schwer, ey. Ja, gut, da hab ich jetzt zweimal hintereinander echt Glück gehabt.
dass Furienschlag gleich so viel zieht, ey. Cool. Ja gut, das konnte ich nicht wissen. Oh. Nee, das war ein Trainer. Das ist natürlich Pech. Ja, im Grunde gibt es tatsächlich nicht viel zu sagen. Ich meine, wir klären jetzt einfach hier die ganzen Gegner. Kriegen einen Critical Hit von einem Ruckzuck-Keep ab, ey. Das muss man auch erstmal sacken lassen. Cool. So. Tim 8. Ja. Ja, mal kurz hier rein. Und da ist ein Great Ball. Na, schade. Das ist echt bitter. 4 Level Unterschied und es reicht einfach nicht aus. Das ist echt blöd. Ja, kriegt Gyarados ein bisschen EP. Sowieso so ein starkes Pokémon einfach, ey. Ist zwar umständlich, das Carpador zu trainieren, so, und es dauert wirklich sehr lange. Aber das Resultat, wenn es dann zu einem Gyarados wird, ist einfach unnormal krass.
So. Ja, ich bin tatsächlich auch nicht so der Freund von Trainerparts. Weder beim Angucken noch beim selber Spielen tatsächlich. Gut, bei Pikachu hätte ich jetzt die ganze Zeit Kleinstein rausholen können auch, aber. Ne. Aber Body Slam nehmen wir. Dann hat sie wenigstens, als wenigstens Nidoran eine gute Attacke jetzt. Oh, Drachenwut. Nice. Und Abras sah ja cool aus. Ja gut, Glurak sieht jetzt... Glurak sah schon... Glutexo sieht jetzt nicht so burnerhaft aus. Da finde ich die finde ich den anderen Sprite geiler. Naja, schauen wir mal, wie Glurak aussieht. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben gar kein Pokémon, was Zerschneider drauf hat. Ja. Müssen wir jetzt gerade nach rechts gucken, ob da irgendwelche Pokémon noch gibt. Stimmt, das habe ich komplett vergessen, ey. Und da ist schon das, ja. Da ist schon das Pokémon, das wir brauchen. Pokéball! Pokéball! Danke. Gut, im Grunde werden wir nur Georock brauchen. Deswegen machen wir jetzt schon mal den Orden. Überhaupt keine Probleme, ja. Na gut, ich meine, was soll es auch für Probleme geben?
Das war Glück. Also ein glücklicher Zufall. Klar, mach. Klar, natürlich lasse ich meinem Georock Härtner erlernen. Okay. Ja. Kann ich mich mit einfreunden. Mit dem Sprite. So, damit haben wir jetzt den dritten Orden erreicht. Wir bekommen Donnerblitz. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh, ein Mauzi. Das bescheuert aussieht. Irgendwie auch schwachsinnig. Dass wir das Ding nicht nehmen können. Obwohl wir ja Austausch machen. Naja. Ach, sorry Leute, dass ich still bin. Ich weiß nicht, ich fertig einfach nur die Trainer ab. Mehr ist es irgendwie nicht. Gibt jetzt auch nicht so viel zu reden, finde ich. Naja. Ich bin sowieso bei vielen Videos bin ich leider ein bisschen stiller. Ich meine, ich kann ja hier wenig erzählen tatsächlich. Sieht doch nicht schlecht aus, Bibo. Cool. Ja. Ich meine, was soll ich großartig sagen? So, wir kennen alle Pokémon. Das macht mir natürlich extrem viel Spaß hier. Grün mal durchzocken.
weil es ist für mich auch das erste Mal tatsächlich. Deswegen und ja, bin natürlich gespannt, wie die ganzen Sprites aussehen. Naja, ansonsten war es das ja auch schon. Ach, ja. Aber wir sind ein klein wenig schneller unterwegs als, ich glaube, als in dem Rot-Let's Play noch. Naja. Nach Grün, Gelb ist ja sowieso nur noch Gelb. Gut, so sieht auch ganz cool aus. Finde ich besser als in dem Original. Also bei einem anderen. Oh, Spiegeltrick. Das nehmen wir ganz gerne mit. Das werden wir dann auch noch spielen. Also Pokémon Gelb. Dass wir es dann noch mit Pikachu spielen dürfen. Ja. Naja, und dann ist die erste Generation noch abgeschlossen. Also endlich abgeschlossen. Ja, aber halt zum Komplettieren war es halt so, ne? Ich meine, ich bin momentan, also ich hoffe, dass wir Grün auch komplett spielen können. Also nicht, dass das irgendwie mittendrin abbricht. Also vor Prismania habe ich jetzt ein bisschen Angst noch. Also bis jetzt hat es jetzt noch keine Probleme gemacht. Ja, es war sowieso auch, also so wie es hier ist, ist es viel, viel besser. Das merkt man auch. Und halt in der Version, die ich habe, die war sowieso ganz komisch. Da waren die, das war auch komplett fanmade. Es hatte so gut wie überhaupt keine Spur vom also von Originalen und so weiter. Die Attacken haben komplett andere Namen gehabt, so. Das war, fand ich ein bisschen, naja. Ich habe es natürlich gespielt, weil ich Grün noch nie hatte, ne? Aber ja, aber das hier sieht deutlich professioneller auch aus. Wisst ihr, ich habe mir das gerade gedacht, so wetten, jetzt kommt ein Crit und bam, es kommt ein Crit. Richtige Sauerei, Alter. Richtig. Das ist scheiße. Naja. So, dann machen wir jetzt noch den Felstunnel. Und dann dürfen wir uns Lavandia anhören, Leute. Lavandia. Also wenn irgendeiner von euch Suizid machen möchte, niemals die Schuld auf mich geben, ey. Weil ich werde argumentieren, Leute, ihr seid gefährdet, nicht ich. Definitiv nicht. Oh, sieht auch cool aus, Tragosso. Ach, als ob. Ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal daran, dass... da Menschen sich umgebracht haben, nur weil sie Lavandia gehört haben. Ich gehe einfach davon aus, dass das lediglich ein Mythos ist. Und wenn sich tatsächlich jemand umgebracht hatte, der Pokémon gespielt hatte,
dann lag das nicht daran, dass das Spiel daran schuld war, sondern dass die Person vielleicht selber schon von Anfang an ja, vielleicht einen einer hatte. Ne? Also ich gehe davon aus, so, ne? Deswegen, ich habe mir natürlich Lavandia angehört. Ich finde beide Versionen natürlich cool. Ich finde die, die hier in grün ist, finde ich sehr interessant, vor allem auch. Aber ich finde auch die Originalfassung finde ich sehr schön, weil was sie hier sehr, sehr gut rübergebracht haben, ist einfach diese Düsternis. Na? Lavandia sollte einfach nur unangenehm sein, unbequem so. Und das haben die einfach wunderbar hingekriegt, finde ich. Ja. Deswegen. Und natürlich kriege ich Schlafpuder ab. Ja, deswegen, und das haben sie halt wirklich, wie gesagt, gut hingekriegt. Ja, und das, also generell, Pokémon ist sowieso sehr gut hingekriegt. So bizarre Orte hinzukriegen, haben sie ja schon die ganze Zeit gut hinbekommen. Ja, deswegen dafür gebührt ihnen ja sowieso schon Respekt. Ja, man hört wahrscheinlich den Controller, wie ich den die ganze Zeit hämmere, ne? Tut mir leid. Ja, das ist bei mir ganz normal. Habe ich als Kind aber auch schon so gemacht. Nicht, weil ich hibbelig bin oder... Ja gut, klein wenig ungeduldig bin ich, ja. In dem Bereich, ja, auf jeden Fall. Und im Grunde, schneller wird es dadurch auch nicht. Aber man denkt es, das ist dieses Videos. Genauso wie wenn man von einem Angriff ne, Schaden gerade bekommen hat und man nicht möchte, dass man besiegt wird, dann drückt man B. Funktioniert überhaupt nicht, also man hämmert B oder lässt es gedrückt. Faktisch funktioniert das nicht. Aber es macht jeder. Es macht wirklich jeder. Das ist ja das Lustige daran. Es hilft nichts, aber man macht es trotzdem. Die Tatsache finde ich echt saulustig. Ich persönlich mache es ja auch, ne, deswegen. Ja. Also habe ich eigentlich schon immer gemacht. Also mittlerweile natürlich mache ich es nicht mehr. Oder man hat exakt die B-Taste gedrückt gehabt. Ach komm, ernsthaft, so ganz knapp, ey. Na, das ist scheiße sowas, ey. Oh Gott sei Dank sind wir sofort aufgewacht. Achso, ich dachte, ich hätte Pikachu gelesen. Problem ist, mein Mikrofon ist ein bisschen im Weg. Deswegen. Payday, nice, zahlt auch. Oh, nicht schlecht. Thank you.
Oh, Level 30 lernen wir das schon. Cool. Das nehmen wir natürlich mit Rasierblatt, ey, auf jeden Fall. Cool. Das finde ich echt sehr cool. Ja cool, haben wir jetzt schon Rasierblatt gelernt. Und ich glaube auf 32 oder 33 entwickelt sich dieser Knoss auch. Ist doch nicht euer Ernst, Alter. So unnötig. So unnötig. Also in dem Bereich war es einfach sau unnötig. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Steinwurf getroffen hätte. Wohlgemerkt, er hat nur einen Sandwirbel gemacht. Und das ist jetzt schon das sechste Mal, dass die Attacke nicht trifft. Siebte. Achte. Neunte. Zehnte. Hälfte, 12. Ah, beim 12. Mal hat's getroffen, Respekt. Beim 12. Mal hat die scheiß Attacke nicht getroffen, ich glaub's nicht. So unnötig. Ausgeblendete. Weil Updates gerade. Auch sehr passender Ort, ey. So. Ja, auch ohne Sandwirbel trifft die Attacke einfach nicht oft genug. Das ist halt so.
Ja, haben wir heute eigentlich sehr viel geschafft. Natürlich sehr viele Trainer. Was natürlich sehr blöd ist, aber wir haben heute echt ziemlich viel geschafft. Da bin ich echt stolz drauf. Oh, es entwickelt sich, oh mein Gott. Dieser Flor, da ist es. Cool. So Leute, bereit? Lavandia. Hört sich aber wie die normale an. Naja. Glaube ich jedenfalls, ne? Ich meine ja. Hört sich ja sowieso schneller an. Ja. Ist leider die ist leider nicht die. So, dann machen wir jetzt gerade noch als Sonder. Aspekt machen wir jetzt noch gerade unseren Rivalen das zweite Mal in diesem Part. Und dann können wir nämlich im nächsten Part direkt nach Prismania durchziehen. Tja, Sand Attack brachte nichts. Scheiße, ich habe jetzt nicht gesehen, wer. Na! Ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Natürlich. Cool, ein Görer, das hat er auch. Schwer. Naja, eigentlich ist er ja Wasserflug, so, ne? Muss ja eigentlich ausgeglichen sein. Natürlich geht die Antacke. Was? Die Antacke geht daneben? Hätte ich ja noch nie, dass sie daneben geht, ey. So, Garados! Alles klar. So, dann kommt die Dorino ein bisschen nach vorne. Und ich würde sagen, Leute, das war's von Pokémon Grün für heute. Es tut mir natürlich leid, dass Lavandia nicht die Lavandia-Musik hat, die wir erwartet haben. Das liegt daran, dass diese Grünfassung auf, also ein Hack ist von einer normalen Pokémon Blau-Edition. Hatte ich, glaube ich, am Anfang des Let's Play schon gesagt. Na gut, ich hatte jetzt erwartet, dass wir es doch reinpacken, aber na gut. Egal, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Grün wieder. Bis dann, haut raus und ciao!